Zum vierten Mal hat das Ballhaus jetzt den 12-Stunden-Marsch organisiert und es gibt also wieder über 300 Leute, die also an einem Samstag nichts Besseres zu tun haben, als am Stück 50 Kilometer durch den Salzlandkreis zu gehen. Und da stellt man sich doch einfach die Frage, warum tun die das? Also ich war letztes Jahr schon mit dabei und es hat gut geklappt. Ich möchte es einfach nochmal probieren. Letztes Jahr habe ich gesagt, nie wieder. Scheiße, jetzt probiere ich es doch. Na, als Gruppe waren wir letztes Jahr schon mit dabei. Es macht super Spaß und ja. Man ist stolz, wenn man ankommt. Ja. Warum läufst du mit heute? Weil es kann. Ich laufe heute mit, weil ich mal eine neue Herausforderung ausprobieren wollte. Ist halt mal was ganz anderes. Ja, weiß ich nicht. War, glaube ich, noch nicht genug Qual letztes Jahr. Wir stehen auf noch mehr Schmerzen. Aus Tradition. Das ist jetzt der vierte Lauf, der dritte Lauf, den ich mitmache. Da muss man dabei bleiben. Auf die Füße, fertig, los. Tja, und was soll ich sagen? Es gibt schönes Wetter und es gibt Shitwetter. Und das hier, das ist eindeutig Shitwetter. Aber was soll's, es geht weiter. So, und wenn ich selbst heute Morgen schon im Selfie-Modus etwas fertig ausgesehen habe, so hat der Regen jetzt ja auch noch den Rest geschafft. Da ist einfach nichts mehr zu retten. Aber wir haben schon die Hälfte des Weges rum, 25 Kilometer, das heißt Mittag jetzt hier in Belleben. Und was gibt es? Nudeln! Da freuen wir uns doch. Und alleine dafür hat sich doch der Weg bis hierher einfach schon mal gelohnt. Dann sind wir auch schon wieder zurück im Gebiet um Aschersleben. Wir haben also das Bernburger Gebiet verlassen und sind jetzt hier auf der Burg in Freckleben angekommen. So, und bei mir ist jetzt Annemarie Rockmann, ist eine der guten Seelen hier auf dem Schloss in Freckleben. Annemarie, da rennen 300 Leute einfach an so einem Samstag wie heute 12 Stunden lang 50 Kilometer durch die Gegend. Sag mal, die sind doch bekloppt, oder? Nee, das ist für mich einfach Hobby. Und du findest das gut, dass ihr das macht? Ich finde das sehr gut, dass das gemacht wird und hoffe, dass das auch in den nächsten Jahren so weiter verfolgt wird. Alles klar, danke dir und heute dann viel Spaß für euch noch. Ne? Ja, danke. Jo, danke, tschüss. In Groß-Schierstedt und bei Familie? Na, Rockmann, naja, und da gibt es Apfelschorle. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Ich hab da gleich gesagt, da soll es mal nochmal ein Schierstedt-Wasser sein, aber ich will nicht, kommen, ja. Und da kommen noch genug, wir sind dann auch weiß hier somit die Ersten. Vielen lieben Dank. Gerne. Alles, oh, und ein Blümchen noch dazu. Dankeschön. Bis denne. Danke, tschüss, schönes Wochenende. Danke. Tja, und nach 8 Stunden 15 Minuten sieht man zwar immer noch verdammt schlecht aus, aber das Ziel ist in Sicht. Jawohl, das Ballhaus ist jetzt in Sichtweite und wir gehen jetzt mal zum Zieleinlauf über.